Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Farmers Dynasty. Und heute bin ich nicht allein. Heute ist mein Schatz mit dabei. Hallo. Zwar nicht ganz, aber so halb. Und eigentlich könntest du mal kurz vorbeikommen. Ich habe hier ein kleines Malheur. Weißt du, ich wollte eigentlich nur meinen Drecker waschen und irgendwie ist der da stecken geblieben. Junge Frau. Ja. Wir sind hier nicht im LS. Ja, da funktioniert das auch nicht. Da saufen die auch alle ab. Hier wird nicht Traktor versenken gespielt. Du kannst doch nicht einfach den Traktor im Wasser versenken. Oh, jetzt habe ich ihn abgeschleppt. Jetzt schwebt er über der Straße. Oh, das ist gut. Fahr einfach los. Das passt bestimmt schon. Oh, ja, jetzt ist er wieder runter. Gut, aber jetzt, wenn ich jetzt da lang fahre, dann komme ich wieder an dem See vorbei. Dann fahr einfach nicht in den See. Ich glaube aber, ich bin sogar näher dran wie vorher. Ja, okay. Das ist gut. Also, was hast du eigentlich zu tun? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe hier ein Feld, das habe ich gerade gesehen, das ist noch nicht, da fehlt noch Dung. Wie viele Felder hast du eigentlich insgesamt jetzt? Zwei. Zwei? Achso, du hast immer noch die Standardfelder, auch nur. Ja, wie viel Geld habe ich? 50 Euro. Aber ich muss jetzt auch langsam aber sicher mal schlafen gehen, glaube ich. Wir haben doch erst gerade angefangen. Kannst du dann verschlafen gehen? Natürlich. Ui. Ich muss doch ein Bienenhive platzieren. Also, wo steht mein Trecker mit dem Flug angehängt da? Oh. Diese Frau da drüben scheint einen alten Düngestreuer zu haben. Jo, gehen wir mal hin. Ja. Flüge das Feld. Ja, ich hoffe nicht, weil ich habe meinen Flug nicht dabei. Hätte ich den mitnehmen sollen? Das ist Hallo, jetzt mein Hübscher. Ich bin Lydia. Oh, schön, dich zu drei sehen. Drei Missionen mit Flüge das Feld. Hallo, weißt Lydia. Du, ich flüge jetzt das Feld. Ich wollte fragen, ob du Hilfe brauchst. Ich bin ich auf der Suche jetzt nach Kohle Arbeit. Kohle über Flüge das Feld. Nun. Nein, Rex, was? Du kommst nicht mit. Bleib da. Ja, ich brauche Hilfe. Welche Rex? Aber ich befürchte, mein Hund? Das schaffst du leider nicht. Ich habe Katz. Raus damit. Ich habe beides. Ich kann viel ich machen. James anbauen, Rex. Reparieren. Sag schon. So lieb Rex, von ist dir. Rex ist doch der Hund, der da rumläuft. Aber meine Schatz. Probleme sind anders gelagert. Ah ja, den habe ich auch schon gesehen. Es gibt du musst da bei, einen Mann. Bei Johnny, und, nee, bei John, musst du Bratwurst kaufen ich und dann meine, kannst du Rex ich, füttern. Viermal in Folge und dann ist er dein Freund. Jetzt erzähl schon. Okay. Nun, er ist so charmant gestochen. Und gut aussehend und so hinreißend. Die Lydia ich würde ihn so Problem gerne fragen, ob er mit mir Art. Am Samstag zum Tanzen geht. Sie hat einen Mann, der ist so charmant, gut aussehend und so hinausreißend. Und um genau zu sein, fürchte ich mich davor, mit ihm Traut zu reden, sie sich nicht, obwohl ihn ich zu fragen, es so gerne mit tun ihr zum würde. Tanzen geht. Und jetzt soll ich darüber ich denke, nehmen. Ich kann mit ihm sprechen. Ja, viel Spaß. Aber ich arbeite nicht umsonst. Der Karte. Alles, Schätzchen, alles. Was möchtest du? Entschuldigung. Die hat mich Schätzchen ich könnte genannt. Ausrüstung brauchen. Was? Ist dieser Düngestreuer die hat verfügbar? Die Schätzchen genannt? Ja. Wenn du mir ja, hilfst. Mal, sie hat ein Problem anraten, ich brauche ihn du? Sowieso nicht. Da geht's ja schon wieder los. Ich meine, ne? Wenn du mir hilfst. Ich schau, was ich tun kann. Ich dachte, ist du sollst dir helfen, den Mann kennenzulernen. Und jetzt das sagst du dir Schätzchen, das ergibt keinen Sinn. Jetzt William. Jetzt ist er wohnt die Mission. Die Straße runter. Schönes Haus, nicht jetzt zu übersehen. Es ist zu spät für eine Mission. Jetzt kann ich die Mission ich bin nicht auf dem annehmen, Weg. Weil es zu spät für die Mission ist. Geh und triff William. Rede mit ihm über Lydia. Was ist denn das für eine Aufgabe? Ich dachte, ich repariere Gewächshaus oder so. Ja, aber das kommt hinterher. Na, freu dich doch, dass du erstmal was anderes machen darfst. Ja, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ans andere Ende der Karte. Runter oder hoch? Runter zu William. Lydia? Du hast doch bestimmt einen Pfeil, wo du hin sollst. Also ich gehe jetzt. Ich fahre zum Hof zurück und leg mich schlafen. Ja, ich komme mit. Erstmal schön schlafen. Vor allem, es wird gerade so schön kühl hier, Schatz. 827 Meter ist ein Pfeil. Meinst du, das ist es? Du kannst mit M deine Karte aufmachen. Ja, das mache ich gerade. Ich gucke. Und dann kannst du oben links die Missionen auswählen. Dann zeigt er dir die an. Es gibt immer eine, die ist so ein bisschen größer. Das ist die Hauptmission, die aktuell verfolgt wird. Und du kannst aber eine andere Mission auswählen, dann macht er die zur Hauptmission. Und wenn du da jetzt die Mission mit dem William auswählst, dann zeigt er dir die an. Ja, ich bin nur gerade überfragt.
Ah, erstmal die Nacht schlafen. Oder ist es da unten? Ah ja, hier unten ist das. Ja, logisch. Meine Güte. Oh, es ist aber weit. Mensch, Mädel, du hast echt Probleme. Mach deinen Scheiß allein. 2 Kilometer mit meiner Maschine, weil die zu feige ist. Warum nimmst du nicht dein Auto? Weil... Ja, ich wollte ja eigentlich die Maschine mitnehmen. Ich dachte, ich repariere ihren Hof und nehme den Düngestreuer mit. Und da brauche ich ja den Trecker. Ja. Wenn sie jetzt den Trecker bei Lydia stehen lässt, mit das ihrem Auto nach unten. Du bist so schlau. So mal. Ja, ich finde es gerade echt gut, dass ich dich dabei habe, sonst hätte ich nämlich hier. Und das Auto steht auch noch in der Nähe. Du solltest nämlich nicht die gleichen Fehler machen wie ich und mit dem Trecker einmal quer durch die Karte. Ich glaube, ich nehme dich öfters mit dazu. Okay. Oder? Ich gehe Kühe melken. Schreibt mal alle rein, wenn Tobi dabei sein soll. Ja, schreibt bei mir rein, wie ihr das findet. Dass ich dabei bin. Ja. Also ob wir das weiter so machen sollen. Ja. Weil wir können ja leider... Ich weiß auch noch nicht, also wir haben noch keine Informationen in Bezug auf irgendeinen Multiplayer bei Farmers Dynasty. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist hier irgendeine Anspielung auf etwaigen Multiplayer in der nächsten Zeit. Nein. Zumindest ist uns nichts bekannt. Nee, leider noch nicht. Aber wir machen ihn jetzt einfach zum Single-Multiplayer. Ja. Wir sind da sehr rebellisch. So, auf jeden Fall. 200 Meter. 200 Meter. Dann bin ich beim William. Okay, richte ihm einen schönen Gruß von mir aus. Frag ihn mal, wie es geht. Bei mir hat er Lydia schon kennengelernt. Ja, aber wenn du auch schon dort warst, dann hat das Ganze ja nicht hingehauen. Hallo, kann ich helfen? Hallo, kann ich helfen? Nun, ich komme gerade so vorbei, wo wir davon reden. Kennst du eine Frau namens Lydia, die Straße rauf? Was? Nun, wer kennt sie nicht? Das ist die Antwort von deinem Farmer. Aber schüchtern. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Und sie scheint mir aus dem Weg zu gehen. Schade. Oh Gott. Hör mal, es geht mich vielleicht nichts an. Aber ich bin sicher, dass sie sich drüber freuen würde, wenn du sie diesen Samstag zum Tanzen ausführen würdest. Wirklich? Aber ich dachte... Eine Weide für meine Kühe wäre toll. Okay, das hört sich gut an. Was soll's, ich mach es. Also er macht's. Viel Glück. Lässt sie zum Tanzen. Wir sehen uns. Okay. Sicher, danke. Und das war's? Das ging ja schnell. Das war's. Jetzt gehst du zurück, reparierst den ganzen Hof noch und dann bist du fertig. Ja, mein Auto, wo stelle ich das? Stelle ich jetzt aber wieder da vorne in den Laden hin. Wo war denn der? Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Dieser Moment, wenn man sich denkt, man kennt den Weg und er ist dann doch nicht da, ne? Ja, ich habe doch keine Orientierung. Das kannst du total vergessen bei mir. Das weißt du doch. Du hast eine sehr, sehr gute Orientierung, vor allem bei Gewitter. Wie meinst du? Nee, da findest du den Weg ganz schnell zurück. Ja, so. Im Schlaf. Ja. Du weißt doch gar nicht, dass du nach Hause willst, aber du bist schon zu Hause bei Gewitter. Das stimmt. Gut, dann fahre ich jetzt die 500 Meter bis zu dem Agrarfachgeschäft. Da lasse ich nämlich immer das Auto stehen. Da springe ich öfters mal rein. Doch, das stimmt. Wenn ich irgendwo hin will, dann springe ich da übers Auto. Okay. Das ist immer ganz gut. Einmal übers Feld, kommt berg hoch. Und dann springe ich zurück in meinen Trecker und dann ging das doch relativ gut schnell, du. Diese Mission ist auch recht schnell und einfach. Ja, gut, jetzt muss ich natürlich noch zusätzlich den ganzen Hof machen. Ja, vor allen Dingen solltest du endlich mal anfangen, deinen Hof aufzuräumen. Hä? Ja, wie sieht denn das aus bei dir? Das höre ich aber jetzt zum ersten Mal, ne? Echt? Leute, schreibt bei ihr in die Kommentare, soll den Hof aufräumen. Nein. Ich bin #Hofsauber. Nee. So, jetzt bin ich nämlich mit dem Trecker schon wieder da. Das ist toll. Siehst du? Das war jetzt ein sehr guter Tipp von dir. Ich bin jetzt gerade dabei, Milch und Eier zu verkochen. Wie machst du das? Am Herd. Echt? Ja, du kannst Eier. Du kannst aus... Ich rede nicht mehr mit dir.
Ich bin so glücklich. Was ist denn das für Anspielungen? Ich kann an nichts anderes mehr denken als an William. Oh, sie kann an nichts anderes mehr denken als an William. Oh. Glückwunsch, du hast dir den Düngestreuer verdient und den Maid und der Maid geholfen. Das war's doch schon, ich muss gar nichts reparieren. Hast du schon Panik gekriegt? Ja, gut, nein, dann wäre es halt so gewesen. 50 Sozialpunkte. Noch ein bisschen Fische? Ja. Oh. Hallo, cool. Jeanette. Was stehst du hier so rum? Das ist übrigens mein Gewässer. Was verstehst du an meinem See? Und in meinem Boot? Wo kaufe ich jetzt den Dünger? Im Agrarfachgeschäft. Also wenn ich jetzt runterspringe auf mein Auto und dort Dünger kaufe und wieder hochspringe zu meinem Trecker, ist der dann drin? Nochmal bitte, wenn du was machst. Ich habe jetzt einen Düngestreuer am Trecker. Wenn ich jetzt in mein Auto springe, das steht ja unten am Agrarfachgeschäft, und ich kaufe dort den Dünger und dann springe ich wieder zurück in meinen Trecker, ist der Dünger dann in dem Düngestreuer drin? Der Dünger ist dann in deinem Magazin, also sprich in deinem Vorratsschrank, wenn du es jetzt so willst. Und da musst du ihn dann in den Hänger umladen. Und wo ist der? Wer? Der Vorratsschrank. Der ist... Warte, der ist... an deiner Garage, an der Seite dran. Da ist doch so ein kleines Eingangdings zu deinem Silo. Ah, ich muss nachher mal gucken am Hof. Aber das ist auch ein cooles. Also die alten Maschinen haben sie echt schön dargestellt, muss ich sagen. Die haben Flair. Auch die Saatmaschine fand ich cool, wo ich die abgeholt habe. Das stimmt. Also wenn der Trecker jetzt noch doppelt so schnell fahren würde, dann würde ich das alte Sack wirklich behalten. Das macht schon Spaß mit den Maschinen. Er ist nur nicht schwimmfähig. Bist du angebissen? Ja, du würdest auch nicht damit schwimmen, mein Schatz. Hat dir das nicht niemand gesagt? Nein. Der ist nicht zum Schwimmen. 1,6 Kilometer. Oh Mann. Beißen hier eigentlich Fische? Ja, das habe ich letztens auch gehabt. Da habe ich 3, 4, 5, 6 Mal reingeworfen, bevor da einer angebissen hatte. Und wenn, dann musst du ja mal ganz schnell drücken. Wenn du das verpennst, dann lässt er ja wieder los. Hier kein Fisch. Keiner da. Also doch, ich sehe Fische, aber die beißen nicht. Vielleicht sind wir zu laut. Nui, das liegt vielleicht eher in der Mitte draußen. Komm, ich werf dir das voll in die Gosch. Da, friss das. Ab wann kannst du dir eigentlich deine Frau suchen? Du brauchst doch auch Sozialpunkte. Wie war das? Du kannst... du kannst... mit jeder Frau jetzt schon quatschen. Und du musst halt ihre Zuneigung gewinnen. Du kannst einmal pro Tag kannst du quasi einer Frau in-game Komplimente machen, dass sie Zuneigung zu dir gewinnt. Also kannst quasi, wenn du dir jetzt eine Frau ausgesucht hast, gehst du jeden Tag hin, quatscht mit ihr und kriegst jeden Tag ein bisschen mehr, bis du irgendwann mal ein Herz über ihr hast und sie fragen kannst, ob sie dich heiraten will. Okay. Aber die Lydia hat ja jetzt schon William, die kann ich nicht mehr fragen. Theoretisch kannst du sie auch fragen. Mensch. Ja, du kannst alle Frauen in-game fragen. Okay. Du kannst auch bei allen Frauen in-game Zuneigung gewinnen. Wo wolltest du das? Weil ich die Patchnotes gelesen habe damals, als das den Frauen kennenlernen. Gute Antwort. Hierher, Fischi. Hierher, Fischi. Hierher, Fischi. Aber du? Ja. Mein Held? Meine Königin? Was hältst du davon, wenn wir mal streamen in Farmers Dynasty? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir wurden ja auch schon gefragt, ob wir streamen wollen. Naja, weil ich habe es halt auch schon erwähnt, oder in dem Fall gestern,
dass wir das mal so gestalten. Eigentlich so wie jetzt. Jeder macht seins, aber wir sind zusammen. Mhm. Finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn ich dich mal live dabei habe. Dann kann ich mir doch auch mal ein paar Tipps abholen. Also könnte ich so auch, aber ich habe schon mal gesagt, alles im Voraus sich erklären zu lassen und dann hinterher... Hey, Rehbock! Die rennen ja schier ins Auto, du. Ja, das stimmt. Die sind echt... Die sind mies. Und dann, weißt du, hier reinkommen und so tun, als wüsste man alles, das finde ich doof. Also irgendwo muss man ja auch sehen, wenn jemand anfängt, dass der sich hier durchackert. Also und ganz probiert. Ehrlich, ganz ehrlich, wenn du wirklich mal nicht weiter weißt, also... Dann gibst du die passende Antwort. Sag ich jetzt mal, ne? Wenn du wirklich nicht weiter weißt und fragst, aber ich mach's ja lieber, ich gebe deine Folge und kommentiere da lieber. Unten drunter schreibt dir das quasi in den Kommentar. Mhm. Aber das können wir sehr gerne mal machen, klar. Fisch in Tomatensauce kochen. Ich habe zwei Fische gefangen. Meine Tomaten muss ich auch schauen, aber ich glaube, die brauchen ziemlich lang, ne? Ja. Bei mir ist auch, also bei mir ist alles schon ein bisschen gewachsen im Gewächshaus, aber jetzt noch nicht so, dass man es ernten könnte. Ich glaube, dafür müsste man jetzt irgendwie eine Woche oder so mal überspringen in Game. Ach stimmt, das kannst du auch, wenn du schläfst, normal die Nacht oder eine Woche. Genau. Ich mach's nicht. Also normalerweise würde ich jetzt auch, jetzt wäre so die Zeit, wo ich quasi die Tage überspringen würde. Wobei, das könnte ich eigentlich mal machen. Ich könnte mal gucken, was es an Mission gibt. Repariere ein Gebäude. Ja, okay, das machen wir. Sortiere Flüge. So. Soll ich jetzt sagen? Achso. Nee, aber normalerweise würde ich jetzt auch anfangen und würde so die Wochen überspringen, bis es wieder erntereif ist. Mache ich nur nicht, weil ich ja jeden Tag die Kühe und die Milch habe. Und wenn ich jetzt jeden Tag also das alles überspringe, dann kann ich es ja nicht wieder abdingsen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Also jetzt habe ich hier mal die Getreideausgabe. Ist das das Regal? Ja, genau. Aber da... Da fährst du mit dem Düngestreuer rein. An das Regal? Ja, an das Regal neben der Garage Richtung Silo. Okay, ich gehe... Da fährst du ran. Und dann mit dem Anhänger rückwärts rein in das Silo. Und sagst dann... Na, sag mal schnell. Und sagst dann befüllen, wenn es kommt. Und wie jetzt das aus, was du reinpacken willst? Also gut, jetzt haben wir hier Animals und wir haben Saat, Mais, Gerste, Raps. Aber wo ist jetzt, wo kann man Dünger kaufen? Dünger kaufen bei dem Agrarfachhändler. Da musst du oben auswählen. Da gibt es ja Saatgut, Tiere und noch irgendwas. Ich glaube unter Saatgut oder unter sonstiges fällt das. Also entweder ganz links oder ganz rechts. Da gibt es Saat, Tiere und Futter und dann gibt es die Früchte und so weiter. Ich finde hier aber keinen Dünger. Ich gucke gleich mal. Und ich bin jetzt ziemlich weit vom Agrarhändler weg. Also ich bin unten an dem See, am Lakeside, auf der linken Seite ist der. Lakeside? Ja, genau, der Agrarfach, das Agrarfachgeschäft. Oder muss ich hier irgendwie an einen anderen Tisch ran? Oder an die Regale da hinten? Du musst in dem Agrarfachgeschäft, gehst du an den Tisch und drückst Enter, dann kommst du ins Menü. Genau, da habe ich einmal die Samen, das Saatgut, dann habe ich Tiere und? Hallo? Dünger. Da steht unter den Tauben irgendwas mit Dünger. Ja, bei den Tieren ist das Dünger mit bei. Hä? Dünger auf Lager 220 Kilogramm. Also ich scheine noch was da zu haben. Da hast du noch was in deinem Lager, ja. Und was ist jetzt Dung? Dung ist Mist. Und Vertex? Vertex ist Dung und Mist in einem. 220 Kilogramm, wie weit komme ich denn damit? Halbes Feld. Okay, in dem Fall Düngerpreis. In dem Fall solltest du Dünger kaufen. Boah, ist das teuer. Aber, junge Frau. Ja?
Ich sehe gerade, wir sollten heute Feierabend machen. Gut, dann machen wir das. Soll ich machen? Ja, darfst du gern. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge von Farmers Dynasty bei uns beiden gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.